Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rayman Legends. Wir sind hier stehen geblieben und wie ich gerade sehe, kriegen wir tatsächlich gar nicht das nächste Level in Rayman Origins freigeschaltet. Okay, gut, dann habe ich jetzt ein bisschen dazu gelernt. Wir gehen ganz kurz zur Hauptgalerie. Von da aus können wir ja weitermachen. Wir waren zuletzt in Toad's Story stehen geblieben und hier werden wir auch alles beenden. Uiuiui, das wird noch ziemlich viel Arbeit. So, die haben wir, glaube ich, schon gerettet. Glaube ich mal. Ich hoffe mal. Ja, haben wir schon. Das ist sehr schön. Sehen wir irgendwo hier oben, dass wir die schon gerettet haben oder so? Ich glaube nicht. Schloss in... Ach doch, dann der Charakter ist, glaube ich, sonst nicht ausgezeichnet in den Dingen. Okay, also ausgemalt. Hops. Dankeschön. Yeah! Okay, hier unten müssen wir ganz kurz... Nee. Ah, jetzt wollen die das. So, wir haben die noch einholen können. Wollen aber überall schauen, wo es überall was gibt. Hey, nerv nicht. Das macht man nicht. So, wow. Diese Drehung ist immer noch super komisch. Ich nutze die halt nie. Aber eigentlich scheint die ziemlich stark zu sein, weil die halt um sich drumherum Schaden macht. So, die bekommen natürlich nichts mit. Die sind da irgendwo am Schlafen gefühlt. Ah, komm schon. Dankeschön. So, das sind halt so Fluglevel, die wir gerade haben. Auch sehr, sehr gute Leveltypen, aber... confusing. So, da müssen wir nochmal zurück. So, er hat auch nichts davon gemerkt. Das größte Problem an dem Level ist, wir dürfen die Stampfattacke niemals machen, weil dann sterben wir einfach, weil wir uns in den Boden reinstampfen. Ups. Okay. Vorsichtig, bevor wir weitergehen, müssen wir natürlich auch checken, ob wir alles haben. Aber es scheint so gut zu sein. Ja, das klappt doch. Ich habe mir das eigentlich komplexer vorgestellt. Da hatte eigentlich Angst, dass da jetzt hundertprozentig sterbe. Hello. So, dich retten wir auch noch. Mann! Komm raus! So. So, dich können wir runterkicken und hier unten das hier freischalten. Ah, jetzt dreht sich das. Okay. Dann nehmen wir das mal von der Seite. Oh, das hat sogar verschnellert. Das ist cool. So. Ja, hier unten vielleicht mal. Und dann hoch. Oh Leute, Leute, das ist echt komplex. Ups. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich hier hochgehen soll. Schauen wir mal mittig. Nee, ist auch nichts mehr. Okay. Ja, dann gerne. Dann können wir das gerne tun. Plupp. Nächste Ebene. Und anscheinend gibt es hier auch keine Winde mehr. So. Oh, wie komme ich da denn hoch? So. Easy, but effective. Ups. So. Oh, das läuft gerade so richtig schnell. Ich freue mich so übel. So. Kennt ihr eigentlich das Spiel Abby's Odyssey? Das Spiel ist übel komisch und übel gruselig auch. Ich würde es gerne Let's Playen und alles, aber erstens ist es viel zu schwierig. Und zweitens ist es halt fucking confusing. Also. Ups, das da. Also eigentlich ist es nicht schwierig, den Käfig hier zu bekommen, aber. Wo ist der hin? Da. So. Ich meine, eigentlich ist es nicht schwierig, aber trotzdem. So, Abby's Odyssey ist halt so ein. Super, super altes Spiel. Das glaube ich, da rausgekommen zu meinem Geburtstag. Zu meinem Geburtsdatum, nicht zu meinem Geburtstag. 1997 ist es, glaube ich, erschienen. Und es ist halt ein altes Spiel. Da geht es darum, dass so Tiere in einer Fabrik auch... beziehungsweise... Sagen wir mal Tiergattung A. Sagen wir mal Echse. Arbeitet, um Fische zu verarbeiten. Arbeitet, um... irgendwelche anderen Tiere zu verarbeiten. Und das, die Echse arbeitet jetzt für den Lurch. Und irgendwann entscheidet sich der Lurch dazu,
In einer Konferenz, wo die Echse rein zufällig zuhört. Echsenfleisch soll auch sehr, sehr gut schmecken. Sollen wir das doch verarbeiten? Und dann kriegt die Echse das halt mit und möchte halt so viele wie möglich noch retten und sich darum kümmern, dass das halt komplett abgeschafft wird. Und darum geht es halt mehr oder weniger um dem Spiel. Man ist halt... Ich weiß gar nicht, wie die Tiere heißen. Fuck my life. Ich muss noch machen. Man muss halt... wir machen das mal ganz kurz so. So. Abby, oder, also Abby ist ein Charakter, so heißt ja das Game, kümmert sich darum, dass die anderen Tiere nicht mehr verarbeitet werden. Er muss halt herausfinden, genau, wie er die Verarbeitung stoppen kann. Und darum handelt halt das Spiel. Ich glaube, so könnten wir sogar durch, lol. So. Und hier hoch. Upsasa. Perfekt. Ah ja, nicht perfekt. Einer fehlt uns, aber das ist nicht schlimm. So, ich glaube, Punkte sollten wir... Ja, fast genug haben. Schade. Damage! Immer fail ich, aber wir kriegen den Glückskeks. Das reicht uns eigentlich. Er schaut halt bei der ganzen Verarbeitung zu und er möchte das halt ändern. Er war halt vorher selber so ein Arbeiter. Nur als seine Gattung dann in Gefahr kam, dann... Ja. Ripperoni. Bei uns Menschen wird das ja wahrscheinlich nicht passieren, weil Tiere jetzt nicht einfach so eine Fabrik oder so aufbauen und uns plötzlich essen wollen, aber ja, wenn wir Fische dazu bekommen würden, irgendwie intelligent zu sein und dass die irgendwann sich selber verarbeiten sollen, dann wäre es schon was anderes. Und das wäre auch cool, so automatisch verarbeitend Fisch. Murphy, ich brauche dich kurz. Dankeschön. Mach das mal hoch. Okay, hier gibt es auch nichts, sonst nichts mehr. In dem Spiel wurde so viel vom Alten wiederverwendet und gleichzeitig halt auch nicht. Das finde ich super duper cool. So. Bevor man das hier verpasst, hier gibt es noch einen Hidden Room. Können wir auch kurz rein. Wie mache ich das denn am besten? So, den schlagen wir. Wir könnten das halt eigentlich auch so ohne den da hinten machen. Naja, dann ist es halt so. Dankeschön. So. Den müssen wir gleich ins Auge pieksen. Oh nein! Der findet das ja lustig. Und jetzt nimmt er das wieder in seinen komischen Flieger mit. Oh, Mann. So. Hallo. Okay, wir wollen da irgendwie hoch. Geht das? Ja, natürlich geht das. Damit haben wir auch schon den nächsten. Also das war auch obvious, wie das funktioniert. Okay. Easy. I guess. Wo war denn jetzt die Herausforderung? So. Uiuiui, was für ein Thema wir auch besprechen könnten, wäre das Thema Drogen. Aber, also mir würde da ziemlich viel zu einfallen. Weil ich mich da auch ziemlich viel mit beschäftigt hatte. Nicht so, dass ich jetzt Drogen krass bei mir selber zu Hause nehme. Aber ich hatte mich halt damit beschäftigt gehabt. Und das könnte ich halt auch als Thema nehmen. Aber ich denke nicht, dass... Aua! Hallo, Murphy, schlag dir noch mal ins Auge. Ich habe den noch ausgewählt gehabt. So, aber ich denke nicht, dass ich das auf meinem Kanal halt bringen möchte. Leider, leider. Ups. Ich möchte ja eigentlich politische Meinung sehr, sehr unterdrücken und... Naja, es gibt ja nicht umsonst die Drogenpolitik. Ich könnte ja über eigene Erfahrungen oder ähnliches mal reden. Damit hatte ich kein Problem, aber das auch eher nicht in einem Video komplett thematisieren, sondern eher vielleicht beiläufig mal erwähnen. Hopsasa. Okay. So. Keine Sorge, ich habe jetzt kein Heroin oder ähnliches genommen. So. Hops. Okay.
Also nicht, dass ich jetzt so Drug-Junkie oder ähnliches bin, aber Alkohol und Zigaretten sind ja ebenso Drogen. Und mit Zigaretten hatte ich halt auch schon meine Erfahrungen und ähnliches. Achso, wir können auf den drauf jumpen. Ja, dann easy. So, I guess. Ah, komm schon. Ich will doch die Dinger hier vorne noch nehmen. Also ich habe eine Zeit lang tatsächlich ein bisschen mehr geraucht gehabt. Also, jetzt kein krasser Kettenraucher oder so, aber technisch zählt es halt trotzdem dazu, weil wer regelmäßig raucht, raucht halt auch als Raucher vernünftig. Das ist kein Gelegenheitsraucher mehr. Gelegenheitsraucher wäre, wenn ich das nur auf Partys mal machen würde. Ah, nicht so ganz, wie ich haben möchte. So, ich habe mal, ich glaube jetzt schon ein Jahr lang insgesamt geraucht gehabt und das ist halt schon eine ziemlich lange Zeit. Wo ich am Anfang noch sagte, das Gelegenheitsrauchen ist es halt nicht mehr so. Mache ich mittlerweile aber auch nicht mehr, weil ich es halt für sinnlos empfinde. Also damals war halt mein Grund, warum ich es überhaupt nicht gemacht habe, einfach weil ich sagte, yo, das ist Geldverschwendung, es ist sinnlos. Irgendwann habe ich verstanden gehabt, warum man es macht. Man macht es halt mehr oder weniger aus purer Langeweile. Ist aber momentan, keine Ahnung, man kann sich halt anders aushelfen. Das Ding ist, Rauchen ist nicht mal eine krasse Sucht oder so, würde ich sagen. Das Ding ist, das Einzige, was die Sucht hervorruft, ist halt die Langeweile. Man muss halt also einfach nur eine Überbrückung finden, was man halt in der Zeit macht, wo man eigentlich einen rauchen würde. So, ich rauche jetzt einfach. Nehmen wir an, ich würde den ganzen Tag League zocken. Ich hätte mega viel Spaß. Dann würde ich nicht zur Zigarette greifen, einfach weil es fucking langweilig, also weil es nicht langweilig ist. So. Haben bereits besuchtes Gemälde. Den du Kleinlinge, während du Kleinlinge rettest, werden neue. Hä? Verstehe ich noch nicht ganz. Können wir aber demnächst mal machen. Wen retten wir hier? Haben wir noch nicht gerettet. Okay, die retten wir mal ganz kurz. Ja, ich weiß nicht. Man wartet halt 5 Minuten auf einen Bus und dann sagt man sich so, ach komm, 5 Minuten gehen noch. 5 Minuten sind noch total in Ordnung. Aber ja, genau das ist halt das Problem. Man muss halt, keine Ahnung, fang an Bonbons zu lutschen. Also kauf dir mehrere Bonbons und statt Zigaretten immer rauszuholen, holst du halt Bonbons raus. Und du erzielst halt dasselbe. Nikotin ist halt nicht wirklich krass suchtmachend, würde ich sagen. Und ich denke, ich habe genug geraucht, um in der Lage zu sein, das sagen zu können. Dass man easy von Rauchen wegkommen kann. Wenn man nur will. Wenn man nur will, Leute. Es ist halt keine Droge, die der Körper wirklich braucht oder die man sich dann zuschütten muss, damit man das halt langsam abpegelt oder so. Man kann instant stoppen und aufhören. Ich kenne auch genügend erwachsene Leute, die halt, keine Ahnung, 10, 15 Jahre geraucht haben und dann instant aufgehört haben. Oh lol, das war ein bisschen fail. Wir wollen hier die ganzen Dinger ja noch nehmen. Also, es ist halt eine doofe Ausrede. Man will halt plump nicht aufhören, wenn man das so sagt. Dass man nicht aufhören kann, weil man kann aufhören. Und es ist wirklich nicht schwer. Und nach ungefähr 2 Jahren sollte der Körper auch eigentlich das gereinigt haben, was man geraucht hat. Also es wird ja, werden ja immer wie diese Videos gezeigt, wo zum Beispiel so ein Wattebausch genommen wird und dann eine Zigarette geraucht wird und wie schwarz das wird, wie voll von Teer und so weiter und so fort. Das Problem ist, wir können halt Watte nicht mit unserer Lunge vergleichen. Unsere Lunge hat halt immer noch ein Reinigungssystem und alles. Und nehmen wir zum Beispiel an, eine Zigarette pro Woche würde man rauchen. Das würde nicht mal krass schaden oder ähnliches. Also klar, Risiko für Probleme oder ähnliches. Aua, das war übel fail. Erhöht es natürlich trotzdem. Also wenn man Pech hat, kann man halt wirklich irgendwelche, nein, das wollte ich nicht, großen Probleme bei sich machen. Ups. Und seinen Körper krass schädigen, aber das sind halt, die Probleme sind immer da. Man kann immer seinen Körper dadurch schädigen, dass man was Falsches gegessen hat, irgendwo mal falsch unterwegs war und da die Luft nicht rein war und ähnliches. Also eine Zigarette macht da nicht wirklich viel anders. Ups, und ich versuche das jetzt auch nicht schön zu reden oder so. Keine Sorge, ich bin immer noch der Meinung, ihr solltet nie rauchen und wirklich auch dabei bleiben. So. Wir haben Murphy nicht, das heißt, wir können nicht mal die Gegner da wegschlagen. Hops. Nice, ich habe den sogar noch getroffen gehabt. Okay, aber ich denke, ihr versteht das Problem und ihr versteht das Dilemma, was ich habe, wie ich euch das einfach näher bringen möchte. Es ist im Endeffekt gar nicht mal so eine schlimme Sache, wie alle sagen, aber lasst es wirklich sein. Also, Rauchen bringt halt auch nichts. Also, das Einzige, wofür Rauchen bringt, wo ich halt wirklich sage, das ist eine mehr oder weniger coole Sache, falls ihr halt auf einer Party oder ähnlichen seid und halt
generell schon Alkohol getrunken habt und da auch nicht übertrieben habt, sondern einfach nur euren Pegel schon wisst, so, könnt ihr rauchen. Dadurch kommt das Alkohol besser ins Blut, sage ich mal, beziehungsweise nicht besser ins Blut, aber ihr merkt es halt wirklich wesentlich stärker. Das heißt, ihr seid zum Beispiel noch ganz nüchtern gefühlt, raucht einen und dann seid ihr plötzlich weg vom Fenster gefühlt. Das ist auch nicht cool, weg vom Fenster zu sein, deswegen passt wirklich auf, wie viel ihr trinkt. Mit Trinken auch wirklich immer vorsichtig sein. Das ist halt wesentlich schädiger als Rauchen, weil vom Trinken sterben auch wirklich, wirklich viele Leute. Vom Rauchen auch, aber uiuiui. Alkoholkonsum kann wirklich schnell Probleme haben und machen. Ups. So. Okay. Ja, sorry Leute, ich bin jetzt gerade ein bisschen ins Thema reingekommen und jetzt bin ich nicht mehr im Thema drin und jetzt ist mein Gehirn einfach so raus. So, das ist natürlich der stärkste Schlag, den wir machen können. Ups. Hier vorne ist noch so ein Ding. Einmal nur mitnehmen. So. Den Kleinen hier auch mitnehmen. Ha, hab ich dich. So, hier geht's irgendwie runter. Perfekt. So, jo, soll ich einfach hier stehen bleiben und nichts machen? Okay. Easy peasy, ich habe nichts getan, aber gewonnen habe ich trotzdem. Dankeschön. So. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. Okay. So, dich wollen wir rausholen. Und dann einmal hier hoch. Ah. Und dann einmal weiter. Warum können die alle Feuer spucken? Das ist doch übel stressig. Yo, spuck halt noch schneller. So. Den Kleinen da hinten auch noch bekommen. Das Tolle an den Großen ist, die können anscheinend nicht schnell schießen. So. Hups. Gehen wir hier mal lang. Dann haben wir ein bisschen mehr Übersicht. So, ein bisschen fallen lassen. Komm schon. Das kann doch nicht sein. So, perfekt. Einfach beide gleichzeitig ausgenockt. Hier gibt es noch was. Sehr schön. Okay, vorsichtig. Unten wollen wir nochmal kurz nachschauen, weil hier scheint noch was zu sein. Dann nehmen wir das auch noch mit. So, das klingt, das Problem ist, ich versuche euch gerade nur eine gesunde Meinung von meiner Seite aus beizubringen, wie ich das sehe. Das Problem ist, es wirkt halt mehr so, als würde ich Rauchen krass verteidigen oder so, aber das ist auf keinen Fall das, was ich machen möchte. Ich habe ja deswegen auch aufgehört gehabt, weil ich ja der Meinung bin, dass es nichts Gutes für den Körper ist und dass man das nicht machen sollte. Aber ich habe halt vorhin auch erwähnt gehabt, dass man es halt machen könnte, technisch gesehen. Was ich halt vorhin noch, glaube ich, erwähnt hatte, war, 2 Jahre braucht es ungefähr, bis das im Körper mehr oder weniger weggereinigt ist. Aua, wie konnte ich da sterben? 2 Jahre braucht es insgesamt, bis vom Körper mehr oder weniger geraucht ist, yo. Ja, wieder halbwegs gesund ist. Natürlich, sobald man halt irgendwie schon Lungenkrebs hat, ist dann auch schon zu spät, um wieder gesund zu werden. Aber man kann zum Beispiel aufhören zu rauchen, damit es nicht noch schlimmer wird, der Lungenkrebs. Das ist halt möglich. So, und ich bin zum Beispiel Asthmatiker, weswegen das für mich generell nicht so die geilste Sache ist, zu rauchen. Deswegen habe ich auch vor allem aufgehört gehabt, weil als Asthmatiker zu rauchen, holy moly. Also müsst ihr euch vorstellen, beim Rauchen ist es ja generell so, falls der Körper Nikotin zugesetzt wird, kann es halt sein, dass man Schwindel oder ähnliches bekommt. Das Problem als Asthmatiker ist, meine Lunge ist ja generell, aua, problematisch. Was natürlich bedeutet, dass ich gefühlt weniger Lungenvolumen habe als alle anderen. Und das ist natürlich nicht so gut, wenn man sich halt Rauch zusetzt. Also Rauch ist halt genau das Problem, ist stört halt die Lunge. Ups.
Und deswegen natürlich beste Entscheidung, damit aufzuhören. Ups. Worauf ich vorhin hinaus wollte, Nikotinflash gibt es ja, dann wird ein leicht schwindelig und so. Das Problem ist, bei mir als Asthmatiker ist es gefühlt immer der Fall. Also, ich habe mal auch mehrere täglich geraucht gehabt, so ist ja nicht. Auch da hatte ich das Problem. Also an der Uni war das immer sehr, sehr nice, weil man halt in der Pause was zu tun hatte. Man ist halt in der Pause kurz rausgegangen, eine rauchen, dann wieder rein. Ja, mittlerweile mache ich das nicht mehr. Ich gehe halt immer noch mit den Rauchern raus, aber quatsch da einfach mit denen. Das ist halt 100-mal besser. Und das Problem ist, mir ist so aufgefallen, wie krass viele Leute eigentlich rauchen. Es gibt so viele Leute auf der Welt, die rauchen. Man sieht das, man achtet halt nicht so stark darauf. Aber schaut mal in der Stadt, wie viel Raucher es eigentlich gibt. So jeder Dritte oder so raucht da gefühlt. Ich kenne jetzt keine Statistik, deswegen ist jeder Dritte vielleicht falsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man halt darauf achtet. So Plick, das klingt so, als hätten wir schon einen neuen Pick. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Phyros? Oh, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ja, okay. Und Plick, das klingt nach einem Pick. Oh, okay, Tatsache. Ja, der generiert aber auch einen normalen, okay. Das heißt, das ist so ein Standard-Dude. Glückslose und dann noch einen weiteren. Yeah, wir kriegen tatsächlich sogar noch ein Haustier. So. Ein Zyklop. Ja, natürlich. So, nehmen wir uns nochmal ganz kurz. Ups. Ups. Und fertig. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein und bis demnächst. Ihr könnt mir gerne noch eure Meinung zum Thema Rauchen in die Kommentare schreiben. Das fände ich auch ganz nice. Wie ihr das seht, ob ihr selber vielleicht Raucher wart oder nicht. Und ja, haut rein und bis demnächst. Ciao.